Hallo liebe Freunde, willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei Medieval Treasure. Ja, wo gehe ich heute hin? Ich kann es euch verraten, ich bin auf dem Weg zur Wolfsgrube. Wie ich entdeckt habe, gibt es ja ein Video drüber, kann ich euch gerne nochmal einblenden. Da geht es um Wolfsgruben und Meilerplätze, die ich hier bei uns im Hausberg oder am Hausberg gefunden habe. Und das Einzige ist bei der Wolfsgrube, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich eine ist. Ich habe es damals dem Archäologen auch geschildert und er hat gesagt, er kennt jetzt nichts, er wüsste jetzt nicht, dass da eine ist. Heißt ja nicht, dass es eine trotzdem eine ist, weil es kann ja sein, sie ist einfach noch nicht erfasst worden, weil sie einfach noch keine für wahrgenommen hat, noch keine entdeckt hat. Kleines Problem bietet sich nur heute. Das letzte Mal war ich hier, wo der Wald nicht grün war, also entweder im Herbst oder im Frühjahr, jetzt ist alles grün und ich habe die GPS-Daten von der Wolfsgrube nicht. Jetzt kann ein bisschen eine Sucherei werden heute, die zu finden. Ich bin hier ungefähr an der Stelle, also plus minus 100 Meter im Umkreis, sage ich jetzt mal, da muss ich irgendwo sein. Ihr seht, ich habe einen Detektor dabei. Ich bin in Thüringen im Wald, ist es sonst natürlich verboten, ist ganz klar. Natürlich darf ich ihn umhertragen. Ich will nur in der Wolfsgrube direkt drin. Da will ich mal kurz recherchieren, mal gucken, ob da irgendwas Metallisches drin ist, um vielleicht vorne wegzunehmen, dass es vielleicht gar keine Wolfsgrube ist. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, wo die jetzt war. War die da oben oder war die doch ein Stück Berg runter noch? Naja, wenn ich sie gefunden habe, melde ich mich bei euch. So Leute, ich habe sie gefunden, war dann einfacher, wie ich gedacht habe. Nur sieht hier ein bisschen chaotisch aus, also nicht mehr so wie damals, wo ich hier war. Wie gesagt, das Video hier oben, könnt ihr es nochmal angucken. Boah, hier sind schwer Holzarbeiten im Gange, hier liegt alles kreuz und quer. Hier, ich kann es euch mal zeigen, das ist die Grube. Die ist jetzt immer noch gute 2 Meter tief. Und ja, hier ringsherum. Durch Holzarbeiten, das sieht hier wirklich wild aus. Es ist wie gesagt sehr schwer da zu recherchieren. Dieser Baum, den müsst ihr euch natürlich wegdenken, der war damals noch gar nicht da. Ist schon eigenartig, dass ein so ein Loch hier ist. Wie gesagt, recherchiert wurde noch nicht, was es ist. Ich vermute, dass es eine ist, weil sie sehr danach aussieht, auch von der Größe her. Und man müsste halt jetzt wirklich einfach mal hier graben. Das Problem ist, so einfach geht das nicht. Müsste ich erst einen Archäologen fragen, ob ich hier graben darf. Der Archäologe müsste erst den Eigentümer hier fragen. Gut, in dem Fall ist es, soviel ich weiß, Staatswald. Das müsste geklärt werden. Dann allein hergehen und graben, macht auch keinen Sinn. Viel zu aufwendig. Das nächste Problem, wir haben hier einen Baum drin, seht ihr ja, der am Rand hier wurzelt. Das Loch ist natürlich durchzogen von diesen Wurzeln, also auch wieder schwierig zu graben, hier drin. Auf was würde man denn stoßen, wenn man hier jetzt wirklich noch 1 bis 1,5 Meter tief graben würde, damit man dann wahrscheinlich in der Originaltiefe der Wolfsgrube ist? Ich denke mal, so an die 3 Meter muss es mindestens gewesen sein. Ja, was wird man finden? Ich vermute mal keine Lanzenspitze, ich vermute auch keinen Armbrustbolzen, ich vermute auch keine Pfeilspitze. Vielleicht findet man noch Überreste vom Wolf, aber ich glaube nach 500, 600 Jahren oder vielleicht auch, es ging ja bis ins 17., 18. Jahrhundert, ob man da noch Gebeine findet vom Wolf, ist jetzt die andere Frage. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier drin ein bisschen dieses Gestrüpp rauszerren und werde einfach mal nur hier drin gucken, ob irgendwas da drin liegt, das auf altes Eisen irgendwie sowas hindeutet, was jetzt nichts mit einer Granate zu tun hat, also mit Bombensplittern, sage ich jetzt mal. Und das werde ich jetzt machen. Ja, und ich kann die Kamera hier oben abstellen, da könnt ihr ein bisschen zugucken dabei.
sage es nochmal, in Thüringen ist eigentlich, sondern in Thüringen ist, wenn man keine spezielle Genehmigung dafür hat, das Sondeln oder das Gehen mit dem Metalldetektor strengstens verboten. Wie gesagt, meinen Archäologen habe ich das schon mal geschildert, dass ich da eine Wolfsgrube vermute. Und ja, wenn man nicht recherchiert, wird man es nie rausbekommen. Von daher kann das noch 20 Jahre behaupten, aber im Endeffekt weiß ich nie, ob es stimmt. Aber vielleicht sind wir heute schon ein bisschen schlauer. Aber wie gesagt, ich glaube es nicht. Was soll ich jetzt hier oberflächlich finden? Ich müsste mindestens 1,5 Meter tiefer. Vielleicht wurde ja doch mal der eine oder andere mit einem Pfeil oder wie auch immer erschossen. Hier haben wir jetzt ein Signal, es ist tatsächlich ein Eisensignal auch. Ich habe jetzt auch kein Grabungsmesser dabei. Einfach hofft, dass ich das jetzt so rausbekomme oder einen Spaten nehmen muss. Vielleicht ist ja dieser Baum doch schon da gestanden als kleiner und es ging doch irgendein Geschoss hier rein in die Wurzel. Okay, ich habe was gefunden. Das ist auch mal gar nicht so uninteressant. Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, was es ist, aber definitiv habe ich sowas noch nie gefunden. Da oben seid ihr, okay, Entschuldigung. Ja, ich habe hier irgendwas gefunden. Im ersten Moment würde ich sagen, das ist die Spitze von einem Spazierstock. Aber ich kann es nicht sagen, was das ist. Das ist schon ein eigenartiger Fund, den werde ich auf jeden Fall natürlich zur Wolfsgrube einmessen und das gebe ich natürlich ab. Ein seltsamer Fund, habe ich so noch nie gehabt. Ha, interessant, seltsam, dass ich da sowas finde. Vielleicht ist es ja schon der erste Beweis. Wie gesagt, es sind alles Spekulationen jetzt. Ich kann hier sehr viel reden, es muss aber alles nicht stimmen, was ich sage. Es kann stimmen, aber muss nicht. Wieder ein Signal. Also jetzt, okay. Jetzt bin ich schon ein bisschen überlegen. Pinpoint habe ich aber Gott sei Dank dabei. Und ohne Pinpoint bist du hier auch aufgeschmissen. So. Hier unten drin. Na? Wo denn? Ah, hier. Okay. Das ist ein alter Nagel. Oder ich weiß nicht, wie man die nennt. Sicherlich ist es kein Hufnagel. Und, aber ja, warum finde ich das hier? Was war hier? Ich suche mal weiter. Also im Bodenbereich ist gar nichts. Da müsste man wahrscheinlich jetzt erst noch mal einen Meter tiefer graben. Was natürlich jetzt nicht geht. So, naja, gut, okay. Also, wie gesagt, zwei Sachen habe ich gefunden. Ob die jetzt von Interesse sind, was damit zu tun haben, weiß ich nicht. Kann ich überhaupt nicht beurteilen jetzt.
Und da wären wir eigentlich schon durch. Mehr kann ich jetzt hier nicht machen. Ich kann jetzt nicht kein Loch buddeln weiter. Jetzt geht es aber nochmal auf eine Genehmigung von mir. Da ist jetzt abgeendet, gedroschen worden sozusagen. Aber die Stoppel stehen halt noch. Ah, ich werde da mal drüber laufen. Vielleicht kommt hier irgendwas. Mache ich natürlich nicht so gerne, weil natürlich dann Tiefe verloren geht. Aber so ein bisschen suchen jetzt, habe ich jetzt noch Bock drauf. Also, bis gleich. So, jetzt bin ich an meinen Sondelgründen angelangt. Und jetzt werden wir mal schauen, ob hier was geht. Ich werde hier so ein bisschen rauf und runter laufen. Ich glaube, hier hüben ist noch am wenigsten von den Stoppeln. Und mal gucken, ob ich da was finde. Ich kann mich erinnern, dass ich hier schon mal war, aber ja, abgesucht gibt es hier bekanntlich nicht. Hier war es zwar eh schon dünn, aber vielleicht finden wir noch was. Ach, greislicher Falter, was ist das denn für eine eklige Riesenspinne? Boah, guckt euch das Viech an. Alter. Schau doch mal. Der Rücken. Gelb und schwarz. Richtige Wandfarben. Aber die sind jetzt, glaube ich, in dieser Zeit, jetzt wo geendet wird, sind die ganz, ganz viele in Gräsern oder im Gras auch drin. Oh, eklig. So, hier haben wir ein Signal drin. Ja, im Großteil mit 70. Ich war der Meinung, es ist bestimmt wieder eine Hülse. Aber dann ging der Wert ein bisschen höher. Dann dachte ich, jetzt schalte ich euch doch mal bei. Ich weiß noch nicht, was es ist. Oh, es ist keine Hülse. Ich sehe schon. Hier, schaut. Ah, es ist ein Knopf. Okay, keine Münze. Ein Knopf mit einer floralen Ornamentik drauf. Schön, so klein habe ich schon öfter gefunden. Schönes Knöpfchen. So, hier ein 60er Signal. 60 plus, sag ich mal. Obwohl, es war sogar an die 70 stellenweise. Aber ich glaube, es wird ein Eisenring. Hier ist er. Hey, es fängt an zu regnen. Ich glaube es ja nicht. Oh, hoffentlich regnet sich das nicht ein, so wie das jetzt aussieht da drüben. Auch schon ein sehr alter Eisenring. Ja. Ich glaube, ich verschwinde erstmal da oben auf die Bank. Die steht unter Bäumen. Bis das mal wieder nachlässt hier. Ja, hier an dieser Bank habe ich schon öfters Rast gemacht. Man sieht es richtig. Alles so wie Nebel sieht es aus da hinten, also ist aber alles Regen. Ich hoffe, das regnet sich nicht ein jetzt, weil bis zum Auto ist es ein Stück, das steht ganz da unten steht das. Irgendwo da. Oh Mann. Machen wir es uns erstmal gemütlich. Leider gibt es kein Bier mehr, ist ausverkauft. Aber schaut, was hier liegt. Nehmen mal mit, entsorgen sie eine Batterie. Hoffentlich war es eine aufladbare, damit er es richtig vermisst. Nee. Doch. Wieder aufladbar. Ja, Pech gehabt. Jetzt ist er mir. Na gut, ich melde mich wieder, sobald die Luft nicht mehr so feucht ist da draußen. So, hier haben wir unser nächstes Signal, auch wieder so 60er Bereich. Ich dachte jetzt im ersten Moment, boah, dick, rund, eine ältere Münze, eine richtig alte. Aber nein, es ist hier auf der Seite Eisen dran. Es ist wohl ein, ja, jetzt erkennt man es auch, ein Knopf. Schade. So Leute. Das war es gewesen für heute. Also ich habe ja vorhin gesagt, die Fläche da oben ist jetzt nicht so ergiebig. Ich war auch schon mal dort gewesen. Trotzdem haben wir zwei kleine Knöpfe dem Acker entlocken können. Es wird halt jetzt echt Zeit, dass die Äcker nach und nach frei werden. Bei uns ist noch nicht viel gelaufen in Sachen Ernte, weil es immer wieder regnet. Und naja,
wird schon irgendwann werden. Bis jetzt ist jedes Jahr die Äcker wieder frei geworden. Aber ich hätte noch ein anderes Anliegen. Und zwar finde ich, dass momentan ein bisschen so die Kommentare zurückgegangen sind. Es könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Klar kann ich natürlich nicht auf jeden Kommentar ausführlich antworten. Bei manchen eben nur Dankeschön oder vielen lieben Dank. Meistens, wenn eine Frage ist, okay, dann tue ich dann schon natürlich die Frage beantworten, ist logisch. Aber ich finde trotzdem, dass es nachgelassen hat. Jetzt habe ich mir gedacht, ich habe doch mal vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich damit aufgehört, hatte ich immer Abonnenten oder Zuschauer, die einen Kommentar dagelassen haben, gegrüßt. Per Zufallsgenerator vom letzten Video in das nächste Video quasi eingefügt. Mit dem Spruch, hier an der Stelle grüße ich jetzt wieder 3 Abonnenten oder 3 Kommentare. Und habe die dann auch eingeblendet. Und das möchte ich, glaube ich, wieder einfügen oder einführen. Und sagt mal dazu was, ob euch das gefallen würde. Bin gespannt auf eure Antwort. Und ja, das war es jetzt aber endgültig. Und war schön, dass ihr dabei wart. Hat mir wieder mal gut gefallen heute. War ein schöner kleiner Ausflug. Bis zum nächsten Mal, gell? Macht's gut, der Medieval Treasure.